Bin mit dem Studio ist jetzt Karl-Heinz Grasser. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf, danke für die Einladung. Herr Magister Grasser, warum könnte denn Ihr ehemals bester Freund Maischberger davon profitiert haben, dass Sie Finanzminister waren? Weil wahrscheinlich manche Menschen anders reagieren, wenn sie wissen, dass der Herr Maischberger mit mir befreundet ist und sie irgendetwas brauchen von der Republik. Dann könnte es quasi eine Art vorauseilenden Gehorsam gegeben haben, sage ich jetzt im Nachhinein. Aber was schon auffällt, ist, dass Ihre Freunde Maischberger und Hochecker genau in den Jahren, in denen Sie Minister gewesen sind, reich geworden sind. Und zwar so richtig reich. Nicht vorher und nicht nachher. Genau während Sie Minister waren, Ihre Freunde. Warum? Also erstens weiß ich das für den Herrn Hochecker nicht. Beim Herrn Maischberger kenne ich diesen einen Fall, dass er einen Auftrag bekommen hat vom privaten Unternehmen Immofinanz bzw. dem Österreich-Konsortium und dass er diesen Auftrag leider nicht versteuert hat. Sie kennen noch andere Fälle, also Terminal Tower in Linz und so weiter. Also Sie kennen nicht nur den einen Fall. Also ich kenne nur das. Beim Terminal Tower Linz höre ich permanent nur Gerüchte und Mysterienbildungen. Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen einfach nicht sagen. Aber Faktum ist, schauen Sie, wenn Menschen Geld verdienen, ist das ja nicht von vornherein schlecht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe damit nichts zu tun. Und dass die Optik schlecht ist, haben wir beide an anderer Stelle schon mehrfach diskutiert. Aber dass ich seit 3 Jahren jetzt allen Verfolgungen ausgesetzt bin, Zwangshandlungen, Telefonabhörungen, Observierungen, Hausdurchsuchungen, vieles mehr, und man findet einfach nichts, ist zumindest ein Zeichen dafür, dass all die Vorwürfe schön langsam zerbröseln und herauskommt, der Grasser hat von Beginn an die Wahrheit gesagt. Gut, das sehen die Staatsanwaltschaft, das Oberlandesgericht, das Justizministerium völlig anders als Sie, dass man nichts findet. Aber ich wollte gerne anfangen mit dem, was Sie heute im Ausschuss gesagt haben. Sie haben wiederholt betont, Sie haben völlig korrekt gehandelt. Und gleichzeitig haben Sie sich der Aussage entschlagen im Ausschuss mit der Begründung, Sie könnten sich mit einer Antwort selbst belasten. Jetzt, wenn alles so hundertprozentig korrekt war, wie können Sie sich dann selber belasten? Ja, schon, Herr Wolf, aber ich habe jetzt im Ausschuss das letzte Mal, weiß ich nicht, sagen wir 4 Stunden Rede und Antwort gestanden, heute weitere 4 Stunden. Ich habe mich in 8 Stunden in etwa, sagen wir mal, 10-mal entschlagen. Es gibt Vorgänger, andere Damen und Herren, die eingeladen sind im Ausschuss, die sich einmal mehr als 40-mal entschlagen haben. Sonst ist eine Frage der Klugheit. Diese Ausschüsse sind ja nicht, leider Gottes, zumindest bei manchen Personen an Objektivität und Fairness interessiert, sondern Leute wie der Herr Pilz, wie die Frau Moser haben mich ja bereits angezeigt bei der Staatsanwaltschaft, sind voreingenommen, haben nur ein parteipolitisches Kalkül. Und man wäre dumm, wenn man sich diesen Damen und Herren ausliefert, indem man in einem Fall um eine Nuance anders aussagt, als man es schon der Staatsanwaltschaft gesagt hat. Und dann wird man sofort wieder angezeigt wegen einer möglichen falschen Zeugenaussage. Gut, nur dass wir es festhalten, Sie haben die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses selber gefordert, unter anderem hier im ZIP-2-Studio. Ja, allerdings finde ich, Kontrolle ist total wichtig, Herr Wolf. Parlamentarische Kontrolle sehr wichtig. Aber Kontrolle muss fair und objektiv sein. Und wenn man so weit geht wie beim Heinz Traumüller zum Beispiel, wo man jemanden psychisch fertig macht, wo jemand nach der Befragung nicht nach Hause geht, abgängig gemeldet wird von seiner Familie, von der Polizei aufgegriffen wird, in medizinische Behandlung danach gehen muss, da muss ich Ihnen sagen, wissen Sie, da ist die Menschlichkeit überschritten, da wird nicht mehr ethisch gehandelt und das lehne ich ab. Und ob Sie das dem Ausschuss vorwerfen können, wie der Herr Traumüller dann reagiert hat, das weiß ich nicht. Aber wenn wir beim Herrn Traumüller schon sind, Sie haben wiederholt gesagt, in vielen Interviews, unter anderem zum Beispiel am 28.11. in der Tageszeitung Österreich, es ist völlig ausgeschlossen zu der Buwak-Privatisierung, dass ich dem Maischberger irgendeine Information über den Bieterbetrag geben konnte, weil ich ihn nicht kannte. Und das stimmt nicht. Doch, das stimmt, Herr Wolf. Sie wussten, dass die CA Immo in der ersten Runde, was die geboten hatte, und Sie wussten, dass sie einen Finanzierungsrahmen von 960 Millionen hatte. Ja, und genau diese Summe von 960 Millionen hat wenige Tage darauf Ihr Freund Maischberger der Konkurrenzfirma mitgeteilt. Die hat 961 Millionen geboten und Herr Maischberger 10 Millionen Provision kassiert. Erster Punkt, ganz klar gesagt, ich habe weder dem Herrn Maischberger noch dem Herrn Hochecker noch jemandem anderen eine Information weitergegeben. Ich habe selbstverständlich dafür auch keinen geldwerten Vorteil angenommen. Ich habe keine geldwerten Vorteile angenommen. Aber Sie haben gesagt, Sie hätten die Information nicht weitergeben können. Ja, ich konnte sie. Nein, das ist die Verwechslung, die Sie haben und das Missverständnis, das Sie leider Gottes haben. Denn was ist das Faktum, Herr Wolf? Das Faktum ist, dass die CA Immo in der ersten verbindlichen Bieterrunde 922 Millionen Euro geboten hat und gleichzeitig bekannt gegeben hat, sie haben einen Rahmen von 960. Sie waren Bestbieter in der ersten Runde, nur dass wir das richtig, für die Zuseher festhalten. Ja. In der zweiten Runde hat die CA Immo einen Rahmen gehabt von mehr als 1 Milliarde Euro
und wie mussten die Angebote abgegeben werden? Wir haben festgelegt, einen Prozess, der wirklich sehr sauber aufgestellt war, mit einer Investmentbank, mit Anwälten, mit Experten des Finanzministeriums, mit einer Vergabekommission auf der Basis einer internationalen Ausschreibung. Auf dieser Basis musste sowohl die CA Immo als auch die Immofinanz, das Österreich-Konsortium, ein versiegeltes Kuvert in einer Notariatskanzlei abgeben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, ich habe selbstverständlich nicht gewusst, welches finale Angebot die CA Immo macht. Gut, das ist ja klar, welches finale Angebot. Aber ja, es geht ja darum, was konnte Herr Maischberger wissen, was konnte er für einen Tipp geben. Und das Interessante ist, am 4. Juni 2004 war Angebotsschluss. Ja. Am 2. Juni 2004 unterschreiben Hochegger und Maischberger ihren Beratervertrag über Millionen. Zwei Tage vor Angebotsschluss. In diesen zwei Tagen können sie nichts mehr Sinnvolles machen. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, weil das weiß ich nicht. Ja, aber das erzähle ich Ihnen gerade. Später, wie Sie wissen. 4. Juni werden die Angebote geöffnet. Ihr Kabinettschef, Ihr Kabinettschef ruft Sie an. Immofinanz ist Erster. Und es liegt bei dieser Finanzierungszusage. Und Sie ordnen eine zweite... Jetzt verwechseln Sie es wieder, weil in der ersten Runde war nicht die Immofinanz der Bestbieter, sondern die CA Immo Die CA Immo war Bestbieter mit 922 Richtig. Millionen und einer Finanzierungszusage. Sie ordnen eine zweite Runde an, sonst wäre schon in der ersten Runde die CA Immo Sieger gewesen. Sie ordnen eine zweite Runde an. Ich hoffe, Sie waren dafür, weil wir haben dann fast 40 Millionen Euro mehr Ertrag bekommen, Sie ordnen eine zweite Runde gemacht haben. Ohne die hätte die Immofinanz nicht gewinnen können, und ohne die zweite Runde. Aber Sie sind schon dafür, dass wir 40 Millionen mehr bekommen für die Republik. Und Herr Maischberger sagt genau diese Zahl, 960 Millionen aus dieser Finanzierungsgarantie an die Konkurrenzfirma weiter. Die bietet 1 Million mehr. Schaut das nicht ganz, ganz, ganz komisch aus? Dass die Optik schlecht ausschaut, habe ich mehrfach gesagt, gebe ich Ihnen völlig recht. Wie erklären Sie sich das? Aber wie kommt der Herr Maischberger zu den 960 Millionen? Fragen Sie nicht mich, der Herr Maischberger wurde heute auch 3 oder 4 Stunden gefragt, und wenn ich es richtig wiedergebe, hat er sinngemäß gesagt, er hat es von Mitarbeitern, von Unternehmen aus dem Umfeld des Angebots. Und wissen Sie, wenn man fair ist, wenn man fair ist, lassen Sie mich ausreden, dann muss man sagen, dass diese 960 Millionen Finanzrahmen, ich schätze mal, das haben gewusst 60, 70, vielleicht sogar 100 Personen. Ja. Wenn etwas weitergegeben wurde, ich weiß es nicht. Aber der zentrale, und ich war es nicht, der zentrale Punkt aber, Herr Wolf, was nicht möglich ist, Sie können nicht von einem Finanzrahmen einer ersten verbindlichen Runde auf ein finales Angebot, verbindliches Angebot einer zweiten Runde schließen. Und Faktum ist, es konnte niemand wissen, außer der Bieter selbst, nämlich die CA Immo, was sie bieten würde. Denn wenn man ein versiegeltes Kuvert abgibt und sagt, das ist unser Angebot, dann weiß niemand außer dem Bieter selbst, was drinsteht. Das ist ja völlig unbestritten. Ja, das ist mir aber wichtig, dass wir so einen guten Prozess aufgesetzt haben. Dass diese wertvolle Information, die Herrn Maischberger letztlich 8 Millionen Euro eingebracht hat, diese 960 Millionen, die hatten Sie. Sie waren damals sein bester Freund. Und Herr Maischberger hatte zu niemandem in dieser Gruppe, die von diesem Angebot erfahren hat oder von diesem Finanzrahmen, eine persönliche Beziehung, hat er selber heute gesagt im Ausschuss. Ja, aber jetzt würde ich einmal sagen, Herr Wolf, um fair zu sein, nochmals, es waren etwa 70, 80, 90 Leute, die das gewusst haben. Ich weiß nicht, woher er es hat. Mir hat das gestanden im Jahr 2009, bevor er Selbstanzeige gemacht hat. Hat er Ihnen gestanden? Mir hat das gestanden, dass er diesen Auftrag bekommen hat mit dem Herrn Hochegger von der Immofinanz. Haben Sie nie gefragt, wo er die Information her hatte? Ja, selbstverständlich habe ich ihn gefragt, aber er hat mir genauso wenig gesagt, wie er es heute im Ausschuss konkret ausgesprochen hat. Aber jetzt, ganz ehrlich, wenn Sie sagen, das wussten 60, 70 Leute, und der Herr Maischberger behauptet das auch, der Herr Petrikovic, der Chef der Immofinanz, kennt wirklich viele Leute in diesem Geschäft. Glauben Sie, dass er Herrn Hochegger und Herrn Maischberger 10 Millionen Euro dafür bezahlt, dass sie ihm was sagen, was ihn der Staat 70 Leute keine wissen? Keine Frage, Herr Wolf, was ich glaube, sondern Faktum ist, dass ein privates Unternehmen jemanden einen erfolgsorientierten Auftrag gegeben hat. Und das andere Faktum ist, dass wir einen Prozess aufgesetzt haben, Verkauf von mehr als 60.000 Bundeswohnungen, auf den ich, ob Sie es mir glauben oder nicht, heute noch stolz bin. Wir haben einen Prozess aufgesetzt. Ja, schauen Sie, der Rechnungshof, man kann immer theoretisieren und im Nachhinein sehr leicht kritisieren. Faktum ist, dass der alte Rechnungshofpräsident Fiedler gesagt hat, ab 600 Millionen Euro Verkaufserfolg ist der, ab 600 Millionen Verkaufssumme ist das ein Erfolg für die Republik. Wir haben erreicht in Summe mehr als 1 Milliarde Euro Barkaufpreis in etwa 2,5 Milliarden Transaktionsvolumen mit der Schuldenübernahme. Ich sage Ihnen, ich bin heute noch stolz auf diesen Verkauf, er ist rechtlich korrekt erfolgt, und ich übernehme wirklich die politische volle Verantwortung, selbstverständlich dafür. Wir haben privatisiert auf der Grundlage von Ministerratsbeschlüssen, einer gesetzlichen Ermächtigung und von internationalen Ausschreibungen. Es gibt so viele spannende Fragen, und zumindest ein paar möchte ich noch stellen. Wenn Sie sagen, Sie hatten mit dem alles nichts zu tun und das war von Ihnen aus alles korrekt,
wie Sie dann erfahren haben, dass es da Probleme gibt, dann haben Sie sich mit Herrn Blech, Herrn Hochreck und Herrn Maischberger beim Anwalt von Herrn Maischberger getroffen. Und zwar mehrfach und zu sehr langen Gesprächen. Bis jetzt haben Sie gesagt, 2 oder 3 Mal. Heute wurde im Ausschuss bekannt, Sie hatten mindestens 16 Mal Kontakt mit dem Anwalt von Herrn Maischberger. Nicht mit Ihrem Anwalt, sondern mit dem Anwalt von Herrn Maischberger. Wozu? Ja, also erstens einmal, wozu, das sage ich Ihnen gerne, denn sobald offenbar geworden ist, dass es dieses Geschäft gegeben hat, dass es diese Provisionen gegeben hat, habe ich meinen Anwalt zum Ermitteln, den Staatsanwalt Hasselhofer, damals geschickt. Das war im Herbst des Jahres 2009. Habe gesagt, wir würden gerne einvernommen werden, wir würden gerne Akteneinsicht haben. Wir haben keine Akteneinsicht bekommen, keine Information bekommen und es hat gedauert bis September des Jahres 2010, also fast ein Jahr, bis ich das erste Mal einvernommen worden bin. Und wissen Sie, wenn Sie mit dem Anwalt von Maischberger besprechen? Entschuldigen Sie, das war der Einzige, der erstens mich angerufen hat, der gesagt hat, Sie, Herr Grasser, wie war das damals tatsächlich mit der BUWOG-Privatisierung? Und ich habe gesagt, Sie, Herr Teufel, das war der Anwalt damals, ich möchte gerne wissen, was da jetzt passiert, denn ich bekomme keine Information vom Staatsanwalt, ich darf nicht aussagen, ich werde nicht verhört, ich bekomme keine Akteneinsicht, mein Anwalt geht mehrfach dorthin und wird abgespeist mit nichts. Ja? Und daher habe ich ein Interesse, wenn ich auf Coverbildern im Profil und woanders stehe und wenn der Herr Rambrecht zu lügen beginnt und sagt, der Grasser hat hier irgendetwas geschoben, dann hätten Sie ein großes menschliches Interesse zu sagen, ich möchte in diese Diskussion nicht weiter verwickelt werden. Also wir haben leider nicht so viel Zeit wie der Ausschuss. Die Polizei hat herausgefunden in den Ermittlungen, dass Sie mit 8 verschiedenen Handy-SIM-Karten telefonieren. Wozu braucht ein Mensch 8 verschiedene Handynummern? Um seine Privatsphäre zu schützen, wenn er weiß, dass er observiert wird, dass er abgehört wird und dass sein Haus durchsucht wird. Nein, nicht 8 auf einmal, sondern logischerweise eines nach dem anderen, weil ich keine Lust hatte, dass Kriminalpolizisten erstens meine Geschäfte mitverfolgen, die ich mache, zweitens meine Telefonate mit meiner Frau oder meinen Kindern. Herr Wolf, ich darf Ihnen sagen, dass heute weiß man, dass diese Telefonabhörungen zum Beispiel des Jahres 2010 rechtswidrig waren. Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass diese Maßnahmen, diese Zwangsmaßnahmen, die verfügt worden sind, gegen meine Rechte verletzt haben. Und um Ihnen zu sagen, wie im Ausschuss gearbeitet wird. Ich wurde heute konfrontiert mit so einem Telefonabhörprotokoll, obwohl der Ausschuss gestern ausdrücklich vom Justizministerium informiert wurde, dass es eine Entscheidung des Oberlandesgerichts gibt, dass diese Abhörungen rechtswidrig waren, weil sie gegen meine Privatsphäre verstoßen haben. Übrigens auch, es gibt ein Urteil des Landesgerichts für Strafsachen, dass die Einladung des Journalisten zur Hausdurchsuchung rechtswidrig war. Das hatten wir aber schon mehrfach. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das hat man noch nicht mehrfach, weil das weiß man noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Das mit der Hausdurchsuchung, das hatten wir schon häufig. Aber dass es ein Urteil gibt des Landesgerichts für Strafsachen, dass das als rechtswidrig abgeurteilt wird, wussten Sie wahrscheinlich noch nicht. Gut, jetzt beschweren Sie sich immer wieder, auch jetzt hier in diesem Interview, dass dieses Verfahren so lange dauert. Es dauert aber auch deswegen so lange, sagt die Justiz, weil Sie es immer wieder verzögern, unter anderem dadurch, dass Ihre Vertrauensleute in Liechtenstein ganz wichtige Unterlagen aus Liechtenstein blockieren. Wolf, warum tun Sie das? Ich war Ihnen dankbar, hier ist einmal Sektionschef Bilnacek gesessen und Sie haben ihn auch gefragt, sagen Sie, wie gibt es das, dass es so lange dauert? Heute dauert es mehr als 1000 Tage. Man hat meine Konten geöffnet, Hausdurchsuchte, Telefone abgehört. Jetzt sprechen Sie mir aus, warum geben Ihre Vertrauten in Liechtenstein diese Dokumente nicht heraus? Was ich Ihnen sagen wollte, ist, das ist eine reine Ausrede. Erstens habe ich dem Staatsanwalt alles, was ich tun kann, habe ich gemacht. Ich habe ihm alle meine Konten sofort freiwillig gegeben. Ich habe ihm alle Verträge gegeben. Sie weichen mir aus, Herr Grasser. Nein, ich weiche Ihnen nicht aus. Ich sage Ihnen nur, ich kann dem Staatsanwalt nur geben, was ich ihm geben kann. Und das, was in Liechtenstein liegt, meines Wissens, habe ich dem Staatsanwalt vor 2 Jahren gegeben. Wissen Sie, was mein Verdacht ist? Dass der Staatsanwalt, nur um das Verfahren fortsetzen zu können, sich auf Liechtenstein ausredet und sagt, das gibt aber uns Gasser, keiner. Aber in Liechtenstein wird blockiert und in Liechtenstein wird von Ihren Vertrauten blockiert. Nein, warum sagen Sie nicht Herrn Schwegler in Liechtenstein, er soll diese Dokumente einfach nach Österreich schicken und sich nicht auf seine Verschwiegenheitspflicht berufen? Ja, wissen Sie, weil es erstens nicht meine Frage ist, sondern das müssen Sie den Herrn Schwegler fragen. Zweitens das ist doch Ihr Treuhandgeber, Herr Grasser. Treuhandgeber ist schon einmal schwierig, das gibt es gar nicht. Ja. Es geht einmal um rechtliche Prinzipien. Ja. Und es geht um die Frage, offensichtlich in Liechtenstein, ob Rechtsanwälte und Steuerberater ein Berufsgeheimnis haben und das wahren können. Und um diese Prinzipien wird dort entschieden. Und ich sage Ihnen, ich bin total entspannt, weil all das, was dort beschlagnahmt ist, hat der Staatsanwalt von mir bekommen. Es ist eine Ausrede, um das Verfahren gegen mich in die Länge ziehen zu können. Gut. Und ich hätte nichts anderes gern. Lassen Sie mich den Satz fertig machen. Die ehemalige Justizministerin Bandian Ordner hat letztes Jahr gesagt, Ultimatum bis zum Sommer 2011 müssen wir wissen, gibt es was oder gibt es nichts? Heute ist fast Sommer 2012. Ja, Frau Bandian Ordner ist Geschichte. Wir können das Interview nicht in die Länge ziehen, aber eine Frage, die noch so viele Menschen interessiert. Diese berühmten 500.000 Euro von Ihrer Schwiegermutter, wo Sie sagen, es war von der Schwiegermutter, die Justiz glaubt es Ihnen nicht. Und das wäre ganz einfach geklärt, wenn Ihre Schwiegermutter
Mutter vor der Justiz erklären würde, es war ihr Geld und sie hat es von ihnen retour bekommen und das tut sie nicht. Warum nicht? Versteht kein Mensch. Das müssen Sie meine Schwiegermutter fragen. Ja, Schwiegermutter gibt keine Interviews. Ja, aber schauen Sie, ich glaube, es ist schon nachvollziehbar und verständlich, dass man Familienangelegenheiten nicht in die ZIB 2 unbedingt tragen will. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das Geld von meiner Schwiegermutter bekommen. Aber sie könnte Ihnen so helfen damit. Ja, sie braucht mir nicht unbedingt helfen, denn es wird nichts anderes beweisbar sein. Ich habe es einfach von ihr bekommen und daher bin ich total entspannt. Und dass meine Schwiegermutter als Schweizer Staatsbürgerin, deren Zweitwohnsitz oder das Haus ihres Bruders hier dann auch noch hausdurchsucht wird, keine Freude mit den österreichischen Behörden und mit dem Staatsanwalt hat, das kann ich nachvollziehen. Aber ich bitte Sie einfach, ich kann nichts anderes machen, als mich hinstellen und sagen, Staatsanwalt fragt mich, ich habe von Beginn an alles hingelegt, Herr Wolf. Werden Sie angeklagt? Also nein, wenn es um die Sache geht und wenn man sachlich entscheidet, dann kann ich nicht angeklagt werden, denn ich habe nichts gemacht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mein einziger Wunsch ist, dass diese Menschenjagd irgendwann einmal endlich zu Ende geht. Denn in einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren, jeden Tag in der Zeitung zu stehen, alles wird in der Öffentlichkeit getragen, alle geheimen Unterlagen werden an die Öffentlichkeit gebracht. Das hat gebracht. Schon, das heißt, Sie werden schon froh über einen Prozess? Ich hoffe, dass es bald zu Ende geht und ich weiß, dass ich unschuldig bin und ich vertraue der österreichischen Gerichtsbarkeit und daher kann ich nur als unschuldig am Ende des Tages angesehen werden. Herr Gasser, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Herr Wolf.